By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen Serious Sam 3. Die Einzelspielerkampagne. Und damit legen wir auch gleich los. Sommer in Kairo. Wir spielen erstmal auf leicht. Und mal schauen, was uns so in Kairo erwartet. Speichern, jawohl, und los geht's. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. Warning. We've got incoming. Take evasive action. Autsch. So, wir spielen unseren heißgeliebten Protagonisten Sam wieder. Ja, Sam bekannt aus den zwei Vorgängern. Beziehungsweise den zwei hauptsächlichen Vorgängern, The First and The Second Encounter. Ja. Sieht irgendwie recht kaputt aus hier in Kairo. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Shit. Oh, hallo. Ah, sehr schön. Und tschüss. You'll put an eye out.
Sehr schön. Ja, auch gleich schon die erste Errungenschaft freigeschaltet. So. Oh, sehr schön. Dafür tauschen wir das Auge ein. Nehmen uns den schönen Vorschlaghammer mit. Damit können wir bestimmt hier. Jawohl. Give me some skulls in one of these, and it's a party. Stone, it's Quinn. We picked up a mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's FUBAR. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Ja, da hat der Kollege recht, er hätte sich mal besser anschnallen sollen. Dann wäre er jetzt hier nicht irgendwo in Kairo. Ich finde es übrigens sehr schön, dass sie die englische Sprachausgabe beibehalten haben. Ich finde das immer sehr, sehr viel besser. Für die des Englischen nicht so mächtigen gibt es ja immer noch den Untertitel. So, wir sind draußen. Das ist schon mal schön. Was war das? Oh, da ist schon der nächste Kollege. Mehr und... Nein, nein, nein! Jawohl. Blut? Blut? Okay. Er hat sich aufgelöst. Da ist noch mehr zum Kaputtmachen. Nichts. Okay, dem Kollegen geht's wohl nicht so gut. Uiuiui. What are you looking at? Puh. Ah, und da sind schon die aus den Vorgängern bekannten Schmerzmittel. Nehmen wir gleich mal mit. Ah, auf die 12. Irgendwie haben die keine Leichen. Komisch. Und da hört man schon die nächsten sehr schön, sehr atmosphärisch. Da geht's los. Stirb. Immer noch keine Leiche. Okay, scheint wohl normal zu sein. Ja, wer die Vorgänger gespielt hat, der kennt diese Zyklopen auch schon. Sehen allerdings um einiges besser aus als in den Vorgängern. Hallo, stirb. Als in den Vorgängern, wollte ich sagen. Da hat sich grafisch natürlich mit den Jahren einiges getan. Haben wir es jetzt? Ja. Das können wir lesen. Träumen Knast von explodierenden Schafen. Das ist eine interessante Frage. Frage mich nur, wer das da hingeschrieben hat. Noch ein paar Gesundheitspunkte. Mini-Geheimnis, okay. Ich habe mich übrigens zumindest erstmal für die Ego-Perspektive entschieden. Man könnte es auch, wie bekannt, aus der Third-Person-Perspektive spielen. Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones, Rodriguez took... Oh, Jesus Christ! Oh, shit! Ja, da ist die Kacke am Dampfen.